Radsport der Extraklasse erlebten am 6. Juli mehr als 1000 Zuschauer im Erfurter Andreasried. Spannende Wettkämpfe wurden beim Rennen Goldenes Rad von Erfurt um den großen Preis der WBG Zukunft ausgetragen. Marcel Barth, Lokalmatador und Stimmungskanone, galt in dem Feld als einer der Favoriten auf den Sieg. Mit seinem Schrittmacher Gerhard Gessler konnte er sich in den vergangenen Rennen gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Dass Marcel Barth zusammen mit Gerhard Gessler tatsächlich den ersten Platz belegte, war, abgesehen von seiner guten körperlichen Verfassung, vielleicht auch dem begeisterten Publikum und dem angenehmen Rennwetter zu verdanken. Im Schatten der wunderbar überdachten Radrennbahn Andreasried ließe sich bei 25 Grad mit einem Radler und einer Bratwurst gut aushalten. Neben der Rennstrecke wurde viel geboten. Für Kinder gab es einen Parcours mit Bobbycars und drei Rädern. Der interessierte Nachwuchs trainierte auch am Stand der E.ON Thüringer Energie AG und bekam Autogramme beim Sponsor des großen Preises, der WBG Zukunft EG. Im Jahr 2013 wird die WBG Zukunft stolze 100 Jahre alt. Fast so alt wie diese traditionsreiche Radrennbahn. Mit knapp 6000 Wohnungen ist sie eine der wichtigsten Vermieter in Erfurt. Fast 6000 Menschen sind Mitglied der WBG Zukunft. Die Wohnungen der WBG Zukunft befinden sich im Erfurter Norden. Von der Tiergartensiedlung bis zum Roten Berg, vom Ried bis zum Johannesplatz. Die WBG Zukunft bietet ihren Mietern das beste Serviceprogramm der Stadt. Sie unterstützt den Radsport seit vielen Jahren, fördert Kinder und Jugendliche, hilft den sozial Schwachen. WBG Zukunft steht für werteorientierte Unternehmensführung und nimmt das heutige Radrennen zum Anlass, um das internationale Jahr der Genossenschaften mit Mitarbeitern, Mitgliedern und Partnern zu begehen. Nach dem Rennen kommentierte Marcel Barth die Veranstaltung mit den Worten: "Irgendwie wird es von Mal zu Mal besser hier. Das Publikum ist der Wahnsinn. Ich fühle mich auf dieser Bahn einfach wohl." Wünschen wir allen Fahrern eine gute Saison und vor allem 100% Gesundheit.